Herzlich willkommen zu einer neuen Black Mirror Folge. Ich gebe mir auch jetzt Mühe. Ich will jetzt auf jeden Fall 3 Folgen hintereinander aufnehmen, dass ich da nicht mehr so hinterherhänge. Ich kann das verstehen, wenn man irgendwie was nicht gucken möchte, wenn da wirklich nur pro Woche irgendwie eine Folge rauskommt oder so. Und ich komme da ja auch immer dann ein bisschen raus, ne, aus dem Thema, wenn ich das irgendwie nur alle 2 Wochen mal spiele oder so. Sollen wir? Ah, okay, wir können direkt runtergehen. Ich dachte, wir müssen vielleicht noch irgendwas anderes machen. Bisschen sehr laut auf den Kopfhörern gerade. Wie die läuft, voll süß. Und so Tapsi-Schritten. Ach so, Taschenlampe oder sowas haben wir nicht, ne? Alter, warte doch mal auf mich, wie sie hier durchrusht, ey. Da können wir eine Kerze nehmen. Mal sehen, was sich hier unten finden lässt. Genau, ich will nämlich eigentlich erstmal rumschnüffeln. Wenn wir jetzt schon mal die Gelegenheit haben. Dum, dum, dum. So, ist das was hier? Nee. Das wäre so ein kleiner Zettel oder so. Oh, Eine krass. Menge Okay. Blut für ein einziges Tier. Arme Ding. Nicht der hygienischste Arbeitsplatz. Eine Jagdkarte. Ja. Sieht aus, als hätten sie außerhalb des Gordon-Anwesens gewildert. Ja, also wenn man dann das so sieht, weiß ich nicht, ob ich dann noch so ein Stück Fleisch haben wollen würde. Sieht frisch aus. Master Eddies Werk. Er und Mr. McKinnon haben es vorhin dorthin gehängt. Armes Tierchen. Eddie, ein weiteres Familienmitglied, das ich noch nicht kenne. Wenn das noch tropft, dann wird das wohl frisch sein. Also die Aussage war jetzt irgendwie ein bisschen. Naja, gut. Also mit der Steuerung kann ich mich irgendwie immer noch nicht dran gewöhnen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich echt ein bisschen nicht so gut gelungen. So, haben wir hier in der Ecke noch irgendwas? Das Wasser des Lebens. Einige der Whiskys stammen von örtlichen Destillerien. Reiner Alkohol. Nicht sonderlich schmackhaft, aber gut zum Reinigen. Und für Zaubertricks. Für Zaubertricks, okay. Warum hält er das denn jetzt in der Hand und packt das nicht ins Inventar? Muss ich das jetzt irgendwo verwenden oder was? Es mag brutal erscheinen, aber einen so großflächigen Befall kann man nur mit einer ordentlichen Ladung Feuer bekämpfen. Ach so. Ich will das ja alles Wie wegschmoren. grausam Was von ist Mr. hier? McKinnon, sie allein hier Ach runterzuschicken. so. Ach so, ich kann sie untersuchen. Ich habe gedacht, hier wäre noch irgendwas unter dem Speiselift hier. Treten Sie näher! Sir, was haben Sie? Mein Gott, das ist erstaunlich. Tut das nicht weh? Ein kleiner Trick, den ich in Indien gelernt habe. Ein letzter Feuerstoß. Hat dich das erschreckt, Elsa? Ich wollte nicht. Ah. Was für Und ein Sie blöder Penner, sind? ey. Edward Mallory. Du kannst mich Edward der Dritte nennen.
Das ist also Cousin Eddie. Er scheint... Willkommen in meinem Schloss. So furchtbar zu sein wie die anderen. Dein Schloss. Ist das so? Schön, dich kennenzulernen, Eddie. Deine Eltern müssten also meine Tante Clara und mein Onkel Victor sein. Sind sie... Tot? Mausetot, alle beide. Reizend. Ja, so redet man auch über die, okay. Du hast dein ganzes Leben hier verbracht. Also hast du meinen Vater kennengelernt? Erst als er schon nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ihn schon viel früher in die Anstalt gesperrt. Ihn eingesperrt? Was habt ihr überhaupt hier unten zu suchen? Es gibt eine Grenze zwischen Ehrlichkeit und Unhöflichkeit, die Cousin Eddie nicht zu kennen scheint. Ich habe Miss Crannon geholfen. Oh, wieso hast du mich nicht gefragt? Verzeihung, Sir. Sirs, ich muss gehen. Du willst schon gehen? Hab ich was Falsches gesagt? So benehmen sich die kleinen Leute in Anwesenheit des Adels oft. Du hast was von einer Anstalt gesagt? Hab ich? Oh. Oh, du weißt es gar nicht. Also? Ist ja auch egal. Nun, ich muss noch ein Tier zerlegen. So langsam reicht es mir, dass jeder in diesem Haus meinen Fragen ausweicht. Ja, das wird auf jeden Fall... So. Es gibt etwas, das Sie wissen sollten, Sir. Etwas Wichtiges. Ich habe Sie reden gehört und... Du wirst fürs Arbeiten bezahlt, nicht fürs Schwätzen. Also los, Mädchen. Entschuldigung, Mr. McKinnon. Bibliothek, nach dem Abendessen. Vielleicht erhalte ich endlich ein paar Antworten. Ja, was ich nur sagen wollte, dass der Typ mir natürlich total unsympathisch ist. Erstmal, wie der über die Eltern spricht, so, ja, Mause tot und sein Vater hätte ich schon eher in die Anstalt gesteckt. Und dann wundert er sich, das war mir irgendwie sofort klar, dass da auf jeden Fall auf das Dienstmädchen steht. Dann wundert er sich, dass die abhaut und dann redet er auch noch hinter ihrem Rücken dann auch noch so, ja, die kleinen Leute und sowas. Das wäre was Besseres, ey. Ach, ist schon süß, ne? Hoffentlich können wir den irgendwie im Laufe des Spiels noch fertig machen, ey. So. Wer war der Junge? Genau, das wissen wir noch nicht. Finden Sie heraus, was Elsa weiß? Weiß ich nicht, warum das jetzt so hakenmäßig, weil wir wissen es ja eigentlich noch nicht, sondern wir treffen uns ja nach dem Abendessen mit ihr und erfahren ja dann hoffentlich was, obwohl ich die Befürchtung habe. Wenn wirklich mein Großvater Edward war, dann muss der Junge... Ich muss herausfinden, ob ich wirklich ihn gesehen habe. Boah, meine Stimme ist heute wieder mega belegt. Das nervt mich gerade ein bisschen. Wie immer, die ganze Zeit ist das okay, ich nehme auf. Ich muss mir echt mal so, Bonbons für die Stimme holen oder sowas. Ich meine, es gibt sowas extra speziell. Ja, auf jeden Fall... Glaube ich nicht, dass wir nach dem Abendessen mit ihr reden können. Irgendwie habe ich so den Eindruck oder das Gefühl, dass ihr vielleicht vorher was passieren wird oder wie auch immer. Ja, und diese Ladezeiten sind auch immer echt unfassbar grausam. So, wo war denn nochmal der... Wo war denn nochmal der Esssaal, ey? Sind da links jetzt rausgekommen. Da war die Küche. Ich meine, das wäre... War ja klar, dass ich ausgerechnet die falsche Tür nehme. War ja so klar. Okay, dann versuchen wir mal die hier vorne. Okay, das ist dieser Aufenthaltsraum mit dem großen Kamin. Ich versuche es mir jetzt mal zu merken. Hier vorne rechts müsste der kleine Raum sein. Auch mit so einem kleinen Kamin und so. Und hier müsste doch eigentlich der Speisesaal sein, ne? Oder? Ja, genau.
Wieso ist das jetzt auf einmal so hell? Okay, ich dachte, wenn wir jetzt hier reinkommen, würde das Abendessen anfangen oder so. Weil wir ja nichts anderes mehr auf unserem Questprotokoll stehen haben, was wir irgendwie erledigen müssen. Mit ihr haben wir auch letzte Folge gequatscht, ne? Ich hoffe, dass vielleicht, ich danach abgespeichert wenn ich Sie irgendetwas habe. Fragen muss. Ja. Doch, doch, doch. Mit ihrer Pfeife, genau. Oder hätten wir jetzt nochmal in den Keller gehen sollen? Hätten wir nochmal. Wir gucken uns nochmal ein bisschen um. Und ansonsten gehen wir jetzt einfach nochmal in den Keller. Vielleicht müssen wir den Eddie nochmal anquatschen oder so. So, hier ist die Bibi. Das haben wir schon untersucht, David, ne? Ich kann leider nicht hier sein, um Sie herumzuführen. Da das Telefon im Schloss aufgrund des nächtlichen Sturms nicht funktioniert, musste ich ins Dorf fahren, um mein Büro zu kontaktieren. Nach meiner Rückkehr werde ich Ihnen die Kapelle zeigen, wo Sie Ihrem Vater die letzte Ehre erweisen können. Gruß, Andrew Harrison. Oder ich gehe einfach selbst zur Kapelle, sobald das Wetter aufklart. Okay, die Notiz hatten wir noch nicht gesehen. Hier steht Mallory. Huch. Vielleicht auch ein Klient von Mr. Harrison. Okay, wir gehen nochmal in den Keller. Wir gehen nochmal zurück. Irgendwas müssen wir jetzt triggern, damit das Abendessen beginnt. Was haben wir denn nochmal im Inventar? Genau, das von dem Häuschen da oben. Generalschlüssel, Streichhölzer. Mehr hatten wir nicht. Wo ist denn das Beil? Hä? Haben wir das für irgendwas benutzt oder so? Okay. Wir hatten doch so ein Messer oder so ein Hackebeil. Hä? Und Draht oder sowas hatten wir auch aufgehoben, weiß ich noch. Hatten wir das für irgendwas gebraucht? Gerade völlig verwirrt. Ich hätte schwören können, dass wir mehr im Inventar hatten. Raus können wir auch nicht. Puh, ja. Weiß ich, habe ich jetzt irgendwie den Faden verloren? Also. Okay, ich geh mal nach oben. Wir haben jetzt unten, sind wir einmal alles abgelaufen. Für mich war jetzt eigentlich klar, wir gehen in den Speisesaal und essen zu Abend, aber... Dann, ja, weiß nicht, gehen wir einfach erstmal auf unser Zimmer. Vielleicht werden wir dann zu Abend gerufen oder was? Definitiv der Mann, den ich gestern Abend sah. Aber wie? Großvater Edward starb, bevor ich geboren wurde. Und er wäre über 70, wenn er noch leben würde. Ich
Können wir noch mal ins Herrenzimmer? Huch. Oh, wie viel angenehmer, wenn das jetzt so ein bisschen hell ist. Und ich finde es ewig komisch, weil es war ja irgendwie doch abends, oder? Und jetzt wird es wieder hell und es ist aber jetzt Abendessen oder so. Ich bin gerade von der Tageszeit her auch ein bisschen. Jetzt sieht man das wenigstens, wie das hier runtergekommen ist. Richtig. Ich fand das schon sehr, sehr dunkel. Hallo? Mal sehen, ob mein Schlüssel funktioniert. Ah, guck mal. Das haben wir gar nicht gesehen. Nee, klar, wir müssen den bestimmt auch wieder drehen. Wieso hatte ich das denn in der Folge nicht gesehen? Wahrscheinlich, weil es so extrem dunkel war, ne? Okay, da müssen wir hier erstmal noch was. Kann ich das nochmal hier so ein bisschen... Ich kann das nicht erkennen. Hier ist, glaube ich, das Kreuz, ne? Ist ein bisschen ungünstig platziert, Leute. Okay. Also wir stecken den vermutlich. Nee, andersrum. Scheiße. Egal. Wir drehen das jetzt erstmal irgendwie. Es ist auf jeden Fall über Kreuz. Weil hier ist eins und da ist eins. Das heißt, es muss auf jeden Fall so sein. Es hat jetzt wieder nur natürlich die Frage, ist das jetzt so richtig oder muss es genau andersrum? So nicht. Ja, das war klar. Okay, dann zeige ich bitte nochmal. Nee, so wollte ich das auch. Nee, warte mal. Dann mach mal so. Genau, wir hatten das jetzt oben. Dann jetzt einmal so. Mal gucken, ob das jetzt richtig ist. So nicht. Nee, auch nicht. Ich kann es aber auch. Warte, ich muss mal meine Tasse rückstellen. Und dann muss ich mal näher rangehen. Wir haben doch hier. Ich kann das untere nicht richtig erkennen, weil die 1 genau davor ist. Das ist ein bisschen. Ach, okay, wir müssen ja hier oben auch noch was haben, ne? Stimmt. Okay, warte. Was ist das denn hier? Oder ist das gar nicht der richtige Schlüssel? Und warum drehen sich die beiden Sachen? Ja doch, die hängen zusammen, ne? Die müssen sich zusammen drehen. Und der bleibt fest, ne? Tja, ich glaube fast, das kann der Schlüssel gar nicht sein, weil es halt vier Ecken sind irgendwie, ne? Das ist einmal dieses große Kreuz, was wir hier haben. So nicht. Aber er sagt so nicht, ne? Also muss das doch der Schlüssel sein, oder? Das können wir nicht mehr da dran machen. Hä,
Hängt da irgendwas drin? Komisches Spiel. Komisches Spiel. Okay, wir haben hier untersuchen. Das probiere ich gleich lieber wieder alleine aus. Ich gucke mir das gleich nochmal selber ohne Aufnahme an. Auch das finde ich wieder, ja, naja, gut. Dann gehen wir jetzt erstmal in unser Zimmer. Was war denn mal mit der Tür hier? Hat er gesagt, der will da noch nicht rein oder sowas, ne? Achso, jetzt zeige ich dir gar nicht mehr an. Hey. Dim, 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 dim. Das irritiert mich auch immer wieder, dass ich diese komische Box hier immer aufmachen kann. Dass ich dann denke, ich habe irgendwas übersehen. Sehr merkwürdig, echt. Manche Sachen macht er weg, wenn du die ein paar Mal angeklickt hast, so, weil da halt keine Info mehr zu ist. Und andere Sachen, so wie die Box zum Beispiel, kannst du irgendwie immer wieder anklicken. Ja, okay. Ja, da machen wir halt jetzt hier einen Cut. Das Einzige, was wir jetzt also haben, ist der Schlüssel. Wo das irgendwie, weiß nicht, ich finde, es sieht nicht so aus, als wäre der Schlüssel dafür richtig, weil es sieht aus, als wären es vier Ecken. Und mit dem Schlüssel kriegen wir aber definitiv nur drei hin. Ja, weiß ich nicht. Ich probiere das jetzt gleich mal aus. Deswegen machen wir jetzt hier ein kurzes Päuschen. Und dann, wenn du magst, sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.